Mahlzeit und herzlich willkommen zur Ergebnisverkündung der vierten Vorrunde der Metal Masters 2021. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Kommen wir auch ohne Umschweife direkt zum Publikumsvoting. Im Vergleich zu den vorherigen Vorrunden war diesmal ein bisschen wenig los, aber gut, so ist das manchmal. Deswegen gibt es diesmal keine Punkte für Shadow Domain mit 3 Upvotes, Du mit 4 Upvotes und Devil M mit 5 Upvotes. 8 Upvotes sind auch nicht die große Ausbeute, aber reicht für 10 Punkte, die an Start the Revolution gehen. 17 Upvotes und damit 20 Punkte machen Aspa und ja, 35 Upvotes, die in manchen Gruppen nicht mal für den dritten Platz gereicht hätten, reichen hier für die vorläufige Pole Position und 30 Punkte für If Worlds Collide. Ein lukrativer Vorsprung für die Helmstädter, aber ihr kennt das, entschieden ist noch längst nichts. Hier kommen die Punkte der 10 Juroren, bis zu 100 Punkte sind noch drin. Hi, mein Name ist Erik, ich bin der Sänger von Insanity, bin Veranstalter und schreibe für den Metal Striker. Und hier kommen meine Punkte. Ein Punkt geht an die Band If World Collide mit dem Song Fall of Man. Sehr cooler Song, besonders das Intro hat mir gefallen. 3 Punkte gehen an die Band Du mit dem Song Unhit. Ich muss sagen, eine wirklich sehr, sehr fette Produktion und der Song war mal was anderes. Den habe ich mir auf jeden Fall öfter angehört. Sehr cooler Song. 5 Punkte gehen an die Band Start a Revolution mit dem Song Anchor. Hardcore ist überhaupt nicht meins, aber ich muss sagen, der Chorus, der hat mich wirklich abgeholt. Den habe ich mega gefeiert. 7 Punkte gehen an die Band Aspar mit dem Song Tochter der Sterne. Feinster Melodeath, geiles Riff, hat mir sehr gut gefallen, hat aber leider nicht ganz gereicht für den ersten Platz. 10 Punkte gehen an Shadow Domain mit dem Song Turbo Generator. Industrial Metal mal anders. Ich muss sagen, wirklich fette Produktion, geiler Song und ein epischer Chorus hat mir sehr gut gefallen, habe ich mir mehrmals angehört in Dauerschleife. Weiter so, Jungs. Ja, und ich wünsche allen viel Erfolg weiterhin und bis bald. Ich bin der wahre Lukas, Metal-YouTuber und Veranstalter der Metal Masters 2021 und das sind meine Punkte der vierten Vorrunde. In meinen Augen eine Hammergruppe, da hätte ich gern allen Bands von den Top 5 viele Punkte gegeben, aber irgendwo muss ich ja anfangen, also machen wir den Anfang mal mit Shadow Domain. Schönes Industrial-Stück gibt einen Punkt. 3 Punkte gehen an Aspa, Tochter der Sterne. Schöner Melodeath, fast so ein bisschen so ein Viking-Touch. Hätte in einer anderen Gruppe wahrscheinlich noch mehr Punkte gegeben, aber hier war die Konkurrenz eben ziemlich stark, also 3 Punkte. 5 Punkte gehen an Devil M. Die haben für mich so den Abschranzfaktor und das meine ich gar nicht negativ. Dazu kann man live richtig gut abgehen, das ist schon ziemlich hart, ne? Muss man, glaube ich, mögen, aber mir hat es zugesagt. 7 Punkte vergebe ich an Fall of Man, If Worlds Collide. Ziemlich eingängiger Refrain. An den Gesang muss man sich erstmal einen Moment gewöhnen, aber wenn man das hat, wirklich ein cooles Ding, ist bei mir rauf und runter gelaufen. 10 Punkte gehen dennoch an Star Revolution mit Anchor. Insgesamt ziemlich erwachsenes Songwriting, würde ich fast sagen. Sehr schnell, sehr kraftvoll, eingängig, schöner Sound. Rundes Ding, 10 Punkte verdient. Servus, ich bin der Siffler, Streamer und YouTuber und das sind meine Punkte. Ein Punkt bekommt von mir Shadow Domain mit Turbogenerator für einen sehr epischen Gesang. 3 Punkte bekommt von mir If Worlds Collide mit Fall of Man und einem sehr groovigen Lied, welches mich im Refrain sehr mitgerissen hat, tatsächlich. 5 Punkte bekommt von mir Devil M mit Human Being für eine sehr düstere, mitreißende und mich überzeugende Stimmung. Obwohl ich genrefremd bin, wurde ich davon berührt. 7 Punkte bekommt von mir Aspa mit Tochter der Sterne und einem sehr soliden Melodeath mit einer wahnsinnigen Verzweiflung in der Stimme, welches mich überzeugt hat einfach. Wahnsinn, geil. Und 10 Punkte bekommt von mir Start a Revolution. Ich kenne die Band schon länger und weil ich dieses Lied auch so liebe, muss ich hier diese Punkte geben. Weil ich finde es einfach geil und das reißt mich immer mit, seit ich den ersten Tag, an dem ich das Lied gehört habe. Ich kenne es schon länger und deshalb kriegen die halt die Punkte von mir. Und weil es meiner Meinung nach das beste Lied halt eben in dieser Runde war. Danke, dass ich mitmachen darf und bis zum nächsten Mal. Moment auch von mir, ich bin der Scrutius und das sind meine Punkte. Ein Punkt geht an Du oder Dukes mit dem Lied Unhit. 3 Punkte gehen an Shadow Domain mit dem Lied Turbo Generator. Der Gesang in der Strophe ist ganz gut. Ich mag auch die Streicher, die dann an manchen Stellen mit drin sind. Und das Gitarrensolo im Übergang zur Bridge oder mit der Bridge finde ich eigentlich ganz geil. 5 Punkte gehen an If Worlds Collide mit Fall of Man.
cooler, catchiger Refrain. Außerdem ist es ein schickes Riffing und es wird sich um Abwechslung bemüht. 7 Punkte gehen an Aspar mit Tochter der Sterne. Schön groovig und was zum Mitnehmen. Ich mag den Liedaufbau und auch die Leadgitarre, die Melodien, die da immer mit reingespielt haben, sind passend und gefallen mir. Auch wenn die Rhythmusgitarre ein bisschen stumpf ist, aber immerhin ist das dann wirklich gut zum Mitnehmen. Und den Gesang finde ich bis auf einige kleine Stellen wirklich sehr gut und gelungen. 10 Punkte gehen von mir an Start the Revolution mit Anchor. Der Refrain hat definitiv Ohrwurm-Potenzial und macht Spaß. Außerdem mag ich die Liedstruktur, die Übergänge sind cool gemacht, auch wenn ich die Bridge ein bisschen zu lang finde. Ansonsten macht das Instrumental echt einen guten Job und die Gitarre am Anfang der Bridge finde ich auch echt klasse. Das war's von mir, viel Spaß noch beim Video. Hi, hier ist der Jan von Cambrium und von Erustus Rising. Ich freue mich wieder mit dabei sein zu dürfen und wir legen einfach mal direkt los. Ein Punkt geht bei mir an Devil M mit dem Song Human Being. 3 Punkte gehen an Aspar mit dem Song Tochter der Sterne. Das hat mich teilweise an Samsas Traum meets Melodic Death Metal erinnert. Kann man machen. 5 Punkte gehen an Shadow Domain mit dem Song Turbo Generator. Das ist guter und vor allen Dingen abwechslungsreicher Industrial Metal. 7 Punkte gehen für mich an Start Revolution mit dem Song Anchor. Das ist der eingängigste Song hier im Ranking. Und eine Mischung aus Hardcore und Hard Rock. Das ist eine schöne Kombi. 10 Punkte und damit Gewinner für mich in diesem Ranking sind If Worlds Collide mit dem Song Fall of Man. Das sind Leute aus meiner Stadt, aber nichtsdestotrotz kann man sagen, dass es wirklich sehr schöner, gitarrenlastiger Hardrock ist oder Melodic Modern Metal wirklich einem ausgefeilten Songstrukturen und einem sehr schönen Video. Hallo, ich bin der Fabi und Kamerahelfer beim wahren Lukas und hier sind meine Ergebnisse. Als erstes mit einem Punkt kommen Aspar mit Tochter der Sterne. Nicht so wirklich mein Genre, aber man kann sich das trotzdem einigermaßen gut anhören, daher der eine Punkt. Weiter geht's mit Devil M und Human Being. Diese bekommen von mir 3 Punkte. Die waren jetzt zwar nicht überragend, aber dennoch kann man da recht gut reinhören. Für jeden, der es mag, ist es definitiv etwas. Als nächstes kommen Shadow Domain mit Turbo Generator mit 5 Punkten. Auch sehr, sehr schön anzuhören. Nicht hundertprozentig mein Genre, aber haben ein bisschen Schwung drin. Ist auf jeden Fall empfehlenswert. Als nächstes kommen If Worlds Collide mit Fall of Man. Diese bekommen von mir 7 Punkte. Und zwar hat es eine super Melodie, lädt zum Mitsingen ein und hat das gewisse Etwas einfach, was man irgendwie braucht. Als allerletztes kommen dann Start a Revolution mit Anchor. Diese bekommen von mir 10 Punkte. Das war ein wunderschönes, rockiges Lied, hatte sehr viel Schwung, Melodie war klasse. Habe ich nichts dran auszusetzen. Servus, grüße, Schluchten, Scheißer, Humaldo meldet sich zur Stelle und da sind auch schon meine Top-Platzierungen. Ein Punkt geht an Aspar, Tochter der Sonne, Melodic Death Metal mit Viking-Einschlag, wenn man so will. Eigentlich ganz gut gemacht, leider kann ich mit dem Gesang gar nichts anfangen. 3 Punkte gingen an Devil M mit Human Being, IBM-Style, Industrial Metal mit richtiger plumpen, stumpfen Kraft, taugt mir eigentlich recht. Dann 5 Punkte gingen an Start a Revolution mit dem Song Anchor, das ist Post-Hardcore, alles gut gemacht. Macht der Refrain eingängig. Mir persönlich dann aber ein bisschen zu dahin plätschern, das ist mir wahrscheinlich viel zu modern, mir alten sag ja. 7 Punkte gegangen an If Worlds Collide mit dem Song Fall of Man. Ist musikalisch sehr gut gemacht, erinnert mich an eine Mischung aus Machine Man meets Wallbeat, würde ich mir sagen. Leider ist beim Gesang irgendwas schiefgegangen, der geht für mich leider gar nicht. Deswegen volle Punktezahl an Shadow Domain with dem Song Turbo Generator. Das ist Industrial Metal, der musikalisch richtig ausgefeilt und abwechslungsreich ist. Auf jeden Fall viel abwechslungsreicher als bei Devil M zum Beispiel. Der Refrain ist auch super. Deswegen hier volle Punktezahl und ich gebe wieder zurück zum wahren Lukas. Metal, Alter. Hi Leute, hier ist der Muskus, Dudelsacker bei Dvalin, Veranstalter des Galdenfests. Metal Masters Runde 4, legen wir gleich los. Ein Punkt geht an die Band Du mit dem Song Unhit. Nu Metal steht auf der Packung, für mich ist der Hip-Hop-Anteil aber ein bisschen zu groß gewesen. Ein Punkt gibt es von mir für die mutige Mischung. 3 Punkte gehen an Shadow Domain mit dem Song Turbo Generator. Ein solider Song. Hat jetzt für mich keine positiv herausstechenden, keine negativ herausstechenden Merkmale, einfach ein solider Song. 5 Punkte gehen an Aspar mit Tochter der Sterne. Vor allem der Refrain gefällt mir hier gut. Die Strophen verlieren für mich ein bisschen zu viel Drive. Da wird es ein bisschen zu langsam und zu ruhig in meinen Augen. 7 Punkte gehen an Start a Revolution mit dem Song Anchor. Auch hier ein solider Song mit einem catchy Refrain. Vor allem die Bridge mit den Vocals und den Leadgitarren geht gut ins Ohr. 7 Punkte.
Mein Gewinner heute, 10 Punkte gehen an If Worlds Collide mit dem Song Fall of Man. Oldschool Feeling, sehr, sehr cooles Riffing. Vor allem die Leadgitarren gefallen mir gut. Ein sehr groovy Refrain, geiler Mosh-Part in der Mitte und insgesamt einfach das beste Komplettpaket. Sehr, sehr cooler Song. Bis zum nächsten Mal. Ja, moin, Daniel hier, Veranstalter vom Metalliver Festival und Chefredakteur vom Metal Striker Magazin. Meine Punktevergabe für Vorrunde 4 wie folgt. Platz 5 geht an die Band Devil M für eine Industrial-Nummer, die sehr cool gemacht war. Platz 4 geht an die Band Shadow Domain, ebenfalls eine Industrial-Nummer. Hier fand ich cool, dass noch ein paar Dark-Elemente irgendwo mit drin waren. Platz 3 geht an die deutsche Melodeath-Nummer von der Band Aspar. Auch sehr coole Nummer mit deutschen Texten, fand ich richtig geil. Platz 2 geht an die Post-Hardcore-Band Start a Revolution. Ich muss sagen, das ist überhaupt nicht mein Genre, aber ich fand das Lied sehr cool produziert, mit einem coolen eingängigen Refrain und auch vom Aufbau her richtig geil gemacht. Und der Sieger der Vorrunde 4 und damit Platz 1 geht für mich diesmal an If Worlds Collide mit einer Alternative-Nummer Fall of Man. Hier hat einfach vom Lied her alles gepasst, fand ich richtig geil gemacht. Und ist eingängig im Ohr geblieben. Cooler Refrain, cooler Liedaufbau, coole Produktion. Für mich klarer Sieger. Ich bin der Flo von Flo's Metal World und das hier ist mein Ergebnis. Ein Punkt bekommt die Band Start the Revolution mit dem Song Anchor. Ist ein sehr einprägsamer Refrain, aber im Großen und Ganzen ist nichts für mich gewesen. Es geht weiter mit der Band Dokes und dem Song Unhit. Eine gelungene Kombination aus verschiedenen Genres. Es gibt Hip-Hop-Parts, es gibt Metal-Parts, es gibt 3 Punkte. 5 Punkte erreicht Shadow Domain mit dem Song Turbogenerator. Es gibt in dem Song einen mitreißenden Start und vor allem hat mich die letzte Bridge überzeugt. 7 Punkte bekommt die Band If Worlds Collide mit dem Song Fall of Man. Es ist ein sehr starker Metalcore-Song mit einem schönen Aufbau und einem einprägsamen Refrain. 10 Punkte erreicht die Band Aspar mit dem Song Tochter der Sterne. Es ist ein stampfender Song, aber es gibt auch den roten Faden, der sich durchzieht mit einer Melodie. Und vor allem muss ich noch den Orchesterteil betonen, der hat mir auch noch sehr gut gefallen. Und damit haben wir dann auch unser Endergebnis. Hinten war das eigentlich überall ziemlich klar, jeder hatte seine Position. Du relativ weit abgeschlagen mit 8 Punkten an letzter Stelle. Etwas davor Devil M, die mit 18 Punkten auf dem 5. Rang landen. Dann ist ein ganzes Stück Platz. Auf dem 4. auch eigentlich ziemlich eindeutig sind Shadow Domain mit 46 Punkten gelandet. Bei den ersten 3 sah es zwischenzeitlich ein bisschen knapper aus. Am Ende musste Aspar mit den 69 Punkten doch die ersten beiden ziehen lassen, aber schöner 3. Platz. Vorne war es ein bisschen enger. Stardew Revolution kriegt 82 Punkte, erreicht Platz 2, hat die meisten Jurypunkte bekommen, nämlich 72. Nur 67 Punkte, nur bei den Juroren, dafür aber noch 30 Zuschauerpunkte und damit insgesamt 97 gehen an If Worlds Collide. Und das reicht eben für den Gruppensieg. Damit kommen die Helmstädter weiter ins Finale. Wie immer hat die zweitplatzierte Band grundsätzlich die Möglichkeit, im Hotseat-Verfahren weiterzukommen. In der ersten Vorrunde waren Todsünde nur 3 Punkte hinter den Erstplatzierten. Stardew Revolution mussten bis auf 15 Punkte abreißen lassen. Es reicht also nicht, um Todsünde vom Hotseat zu verdrängen. Auch nach der 4. Vorrunde hat also Todsünde weiterhin die Möglichkeit, weiterzukommen. So viel zur 4. Vorrunde. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie gesagt, diesmal war es bei den Zuschauern nicht ganz so viel. Insgesamt war es doch aber eigentlich eine ganz interessante Runde. Ich fand auch, dass die ziemlich stark war, die Runde. Ich freue mich schon auf die nächste Runde. Die geht in einer halben Woche bis Woche los. Ihr seht, der Rhythmus, in dem ich veröffentliche, ändert sich gerade ein bisschen. Ich habe vorher geguckt, dass ich alle 2 Wochen eine neue Vorrunde rausbringe. Jetzt kann es sein, dass es auch mal noch eine 3. Woche dauert. Aber normalerweise bringe ich so Samstag, Sonntag rum das neue Songvideo. Und das Ergebnisvideo kommt 1,5 Wochen bis 2 Wochen später, entweder Mitte der Woche oder, wenn ich das nicht schaffe, eben zum Wochenende. Und dann kommt die folgende Vorrunde eben eine Woche später. Ne? Wir gucken mal, wie ich es diesmal schaffe. 3 Foren kommen noch, 4 Finalisten stehen fest. Mal gucken, wer die zweite Hälfte des Finalfeldes ausmachen wird. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis dahin, man sieht sich.